Adam hatte nun Verkehr mit Eva, seiner Frau, und sie wurde schwanger. Im Laufe der Zeit gebar sie Kain und sprach: Ich habe mit der Hilfe Jehovas einen Mann hervorgebracht. Später gebar sie wieder, nämlich seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirt, Kain aber wurde ein Ackerbauer. Und es geschah nach Ablauf einiger Zeit, dass Kain daran ging, Jehova einige Früchte des Erdbodens als Opfergabe zu bringen. Was aber Abel betrifft, auch er brachte einige Erstlinge seiner Kleinviehherde, ja ihre Fettstücke. Während Jehova nun wohlwollend auf Abel und seine Opfergabe blickte, blickte er keineswegs wohlwollend auf Kain und seine Opfergabe. Und Kain entbrannte in großem Zorn, und sein Angesicht begann sich zu senken. Hierauf sprach Jehova zu Kain: Warum bist du in Zorn entbrannt? Und warum hat sich dein Angesicht gesenkt? Wird es nicht Erhebung geben, wenn du daran gehst, gut zu handeln? Wenn du aber nicht daran gehst, gut zu handeln, so kauert die Sünde am Eingang und nach dir steht ihr tiefes Verlangen. Und wirst du, ja du, die Herrschaft über sie erlangen? Nach diesem sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld hinübergehen. So geschah es, als sie auf dem Feld waren, dass Kain dann über Abel, seinen Bruder, herfiel und ihn tötete. Hiernach sprach Jehova zu Kain: Wo ist Abel, dein Bruder? Und er sagte: Ich weiß es nicht. Bin ich meines Bruders Hüter? Hierauf sprach er: Was hast du getan? Horch! Das Blut deines Bruders schreit vom Erdboden her zu mir. Und nun bist du zur Verbannung vom Erdboden verflucht, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders aus deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, wird er dir seine Kraft nicht wiedergeben. Ein Umherirrender und ein Flüchtling wirst du auf der Erde werden. Hierauf sprach Kain zu Jehova: Meine Strafe für mein Vergehen ist zu groß, um sie zu tragen. Hier vertreibst du mich in Wirklichkeit an diesem Tag von der Oberfläche des Erdbodens. Und vor deinem Angesicht werde ich verborgen sein. Und ich muss ein Umherirrender und ein Flüchtling auf der Erde werden. Und sicherlich wird mich töten, wer mich findet. Hierauf sprach Jehova zu ihm: Darum soll, wer Kain tötet, 7-mal Rache erleiden. Und so setzte Jehova für Kain ein Zeichen, damit nicht einer, der ihn fände, ihn erschlage. Hierauf ging Kain vom Angesicht Jehovas hinweg und nahm Wohnsitz im Land der Flüchtlingschaft östlich von Eden.